der ein Salamikopf. Das juckt Kamek doch nicht, er geht, wo man's Hummels playt. Der Innenverteidiger denkt sich nur, what the fuck. Silvère, ganvoula vom Gegner, VfL, Bochum, versucht Kamek zur Rede zu stellen. Das juckt Kamek wieder nicht, er teleportiert ihn einfach aus dem Weg. Man's Hummels sagt, verpiss dich weg, du bist einfach nur widerlich. Lass ich hier nie wieder blicken, du Wicht. Man's Hummels tut Kameks Herz weg, Schalke-Fan. Kamek trainiert heimlich Fußball spielen, da fliegt er nach Gelsenkirchen schnell. Er chillt sich zum Training, frisst der Schalke und sagt zum Trainer: Na, guck mal meine Skills an, sind die nicht Sigma? Die Spieler sagen zum Trainer: OMG, verpflichtet diesen Dude-Mann. Der ist besser als Messi, der wäre perfekt für unseren Mutmann. Dann kriegt Kamek einen Vertrag und jetzt ist Schalke Nummer 1 in der Bundesliga. Yeah. Das ist unfair mit deinem Tier. Aber der DFB sagt nur nie, das wurde noch nie spezifiziert. Auch Kameks haben das Recht, beim Fußball zu trainieren. Kamek kriegt dann 500 Millionen Angebot von PSG. Kamek sagt dann nein, ich mach das nicht für das Geld. Ich zahl's von Mats Hummels ein. Dieser Dude ist so gemein. Dann kriegt er eine E-Mail von dem Mats, wo er schreibt: Sorry Kamek, ich hab das nicht so gemeint. Es war nur so plötzlich und ich hatte keine Zeit. Zum Nachdenken, darum war ich so gemein. Du kannst weg wieder zu uns kommen und trainieren. Mein Heim ist dein Heim. Kamek ist wie aus der Pistole geschossen. 5 Sekunden nach der E-Mail in Dortmund. Er geht zum Vorstand und sagt, mach mal einen Vertrag, du Hund. Jetzt kann Kamek endlich mit mir zum Chillen. Kamek hat sein Dream erfüllt, yeah. Er ist die glücklichste Exe auf der Welt, yeah. Kamek.